Basalachdal. Wunderschön und atemberaubend liegt es da. Es bietet sich mit seiner einzigartigen Landschaft und seinen top ausgebauten Wegen an, erkundet zu werden. Ganz besonders auf zwei Rädern. Zwei Räder. Perfekt. Aber auch mit dem Bike muss man auf einiges achten, um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen und den Urlaub nicht mit gebrochenen Knochen beenden zu müssen. Ausreden haben hier keinen Platz. Das Rad ist nicht alt, das ist nur noch nicht poliert. Das ist kein platter Reifen, das ist Kunst. Ich brauche keine Kette, ich habe Düsenantrieb. Okay, hier braucht wohl jemand ein paar Tipps. Tipp Nummer 1, wie fit bin ich wirklich? Radfahren ist Ausdauersport. Er belastet Herz, Kreislauf und Muskulatur. Man sollte sich also im Vorhinein bewusst sein, wie fit man wirklich ist. Selbsteinschätzung ist das A und O, wenn man eine Biketour plant. Fangt erstmal mit kleineren Touren an, um euch am Bike und Umgebung zu gewöhnen. Tipp Nummer 2. Achtung, fertig, los! Ohne Karte geht hier nichts. Wenn man sich in einem Gebiet nicht auskennt, sollte man immer eine Karte oder diverse Apps haben, die helfen können, wenn man nicht mehr weiter weiß. Oder Quatsch mit den Leuten. Einheimische kennen die Wege oft wie ihre Westentasche und können wertvolle Tipps geben. So kommt man auch gleich ins Quatschen. Außerdem noch überlebenswichtig, der Wetterbericht. Unbedingt immer vorher checken, wie das Wetter wird, sonst könnte es unter Umständen, ungemütlich werden. Tipp Nummer 3. Dinge, die man auf keinen Fall vergessen sollte. Wie bei jedem Sport sollte man sich auch beim Radfahren auf das Nötigste an Ballast beschränken. Denn alles, was du mitnimmst, musst du auch mit deiner eigenen Kraft mitschleppen. Vor allem kleidungstechnisch sollte man für alles gewappnet sein. Von 30 Grad im Schatten bis zum Schneesturm ist alles offen. Außerdem brauchst du noch einen Rucksack, wo alles reinpasst, gutes Schuhwerk, ein Telefon mit vollem Akku, genügend Proviant, ein Erste-Hilfe-Paket und idealerweise eine Brille. Für den totalen Durchblick. Und Thema Helm. Ihr solltet beim Radfahren wirklich nicht auf einen Helm verzichten. Es ist eine Sportart, bei der man durchaus einiges an Tempo erlangt. Stay safe, schützt eure Birne, wer weiß, was kommt. Tipp Nummer 4, Bike-Check. Man sollte sich nicht einfach aufs Rad setzen und hoffen, dass alles gut geht. Ein kurzer Check schadet nicht und so lernt man auch gleich sein Bike besser kennen. Prüft am besten die Bremsen, den Luftdruck der Reifen, den festen Sitz der Räder und was macht denn der da? Die Federung, Gangschaltung und Pedale. Bei E-Bikes wäre außerdem ein voller Akku von Vorteil. Außerdem sollte man immer ein bisschen Werkzeug im Gepäck haben. Ein passender Imbusschlüssel, Flickzeug, Ersatzschläuche und eine Luftpumpe können zumindest bei einem Platten Abhilfe schaffen. So, jetzt geht's aber los. Ja. Tipp Nummer 5. Achtung Tempo! Du solltest deine Geschwindigkeit auf jeden Fall der Situation und den Straßengegebenheiten anpassen. Aufmerksames und bremsbereites Fahren sind ein Muss. Besonders Schotterstraßen solltest du nicht unterschätzen. Hier bricht ein Reifen ganz schnell mal aus. Auch auf andere solltest du Rücksicht nehmen. Mensch sowie Tier, alle haben das Recht, die Natur hier zu genießen. Tipp Nummer 6. Offroad ist nicht so on the road. Ganz besonders als Anfänger sollte man auf den für Fahrräder geeigneten Wegen bleiben. Wanderwege eignen sich schlecht, wenn man nicht gerade ein Downhill ist. Fahrt auch nicht querfeldein über Weiden oder durch gesperrte Gebiete.
Das Salachtal bietet so viele Möglichkeiten zum Radeln. Respektiert also der Natur und den Einheimischen zuliebe diese Grenzen. Ist eh doof da. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nicht da drüben, da, nein, da. Okay.